Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Daylight, wo wir jetzt in den Wald sind. Und ich mache gerade erstmal so ein gutes altes Knicklicht an. Und dann gucken wir mal. Oh lol, geht's schon los hier? Ich habe mir überlegt, dass ich erstmal einmal um den Wald rumlaufe. Und dann erst genau den Wald abgehe. Also an das Querfeld eingehe. Wieso ist die Maus so scheiße? Bei dem Spiel. Irgendwie ist die Maus gerade richtig behindert. Oh Gott. Ich guck einfach nicht hin. Wenn ich nicht hingucke, dann passiert mir auch nichts. Ach, halt doch mal die Fresse, das ist nicht gruselig. Das ist einfach nur bescheuert. Weißt du, das kann ich auch. Oh lol, was ist das hier? Das ist ein Baum. Okay. Irgendwie ist die Maus komisch in dem Wald. Tja. So, jetzt sind wir einmal drum, oder? Ja. Ich denke schon. Warte mal, ich guck mal gerade die Wand an. So, gucken wir mal. Ja, da sind überall so Punkte auf der Karte und ich würde sagen, diese Punkte müssen wir aufsuchen. Diese Punkte müssen wir aufsuchen. Ich gehe erst mal zu dem Punkt hier hinten. Okay. Was? Bodentests führen zu neuem Desaster und Todesfall. 28. August 1987. Während er für die Ermittlungen bezüglich der Arbeitspraktiken von GSC Investments laufenden Bodentests auf Mid Island geriet der Bauarbeiter Wilson Warner unter ein Arbeitsgerät und wurde erdrückt. Mindestens ein weiterer schwerwiegender Unfall ist bekannt. Es wurden jedoch bisher keine Details veröffentlicht. Die örtliche Polizei hat Untersuchungen eingeleitet. GC Investments hat sich noch nicht dazu geäußert. Ich kenne euch doch, oder? Nee, doch nicht. Okay. Also, wir müssen diese Punkte auf der Karte aufsuchen, denn da sind die Relikte. Na komm, wo bist du, du Hure? Ich glaube, das ist einfach nur ein behindertes Geräusch. Oh. Sehe ich das gerade richtig oder haben wir hier unendlich Signalfackeln? Hallo? Na? Alles paletti bei euch, hm? Ja, sieht so aus, ne? So, erstmal neue Flair nehmen, ne? Ja, na komm. So, wir wissen an dem Punkt, da gibt es unendlich Signalfackeln. Das ist prima. Na komm, du Hure, verpiss dich, ey. Kleine dumme Hure. Okay, hier haben wir das. Oh, da haben wir einen Zettel. Joe, ich habe Warner und Morgan für das Begutachtungsteam ausgewählt. Sie werden mit der Pfahlramme den gelockerten Boden
nach dem Test stabilisieren. Brian. Okay. Na komm, geh weg. Muss echt aufpassen, nicht, dass auf einmal die Signalfackel ausgeht, während ich hier, ne? Siehste? Das war knapp. So, wo können wir denn noch hin? Ich muss mich nochmal in dem Haus umgucken, habe ich das Gefühl. Es war ziemlich groß. Ja. Zu Händen, alle Mitarbeiter. Bitte verständigen Sie die Arbeiter, dass morgen früh ab 9 Uhr ein Prüf- und Bewertungsverfahren der Bodengüte durchgeführt wird. Bitte wählen Sie zur Unterstützung 2 bis 3 Ihrer verlässlichsten Arbeiter. Alle anderen sind aufgefordert, die Baustelle zu verlassen und sich bis zum nächsten Morgen auszustempeln. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an das Hauptbüro. Vielen Dank, GNC Investments. Was ist das für ein komisches Geräusch? Na komm schon. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich würde sagen, ich stelle mich nochmal kurz an eine Wand. Und guck mal auf der Karte, wo es noch hingeht. So. Kannst jetzt mal bitte aufhören hier mit deinem Rumgewackel und Rumgestöre. Dankeschön. So kann ich nicht arbeiten, Leute. Also. Gut. Boah, du kleine dumme Hure, ey. Wusste genau, dass du hinter mir stehst und mich anguckst wie so ein behindertes Kind, weißt du? Hallo. Ground and choose your own ground. Brian, wir mussten die Aushebung des Fundaments für den neuen Krankenhausbau fürs Erste aussetzen. Einer der Arbeiter hat während der Grabung menschliche Überreste in einer Kiefernholzkiste entdeckt. Wir haben noch niemanden vom Krankenhaus darüber in Kenntnis gesetzt und ich habe das Team angewiesen, es für sich zu behalten, bis wir die weiteren Vorgehensweise bestimmt haben. Die Leiche selbst macht einen sehr alten Eindruck. Ich glaube nicht, dass wir jemanden informieren sollten, wenn wir nicht müssen. Vor allem mit der zunehmenden Besorgnis über die bedauerlichen Unfälle, die wir hatten. Joe. Joe, einige der Leute sind stinksauer. Jeden Morgen verschwindet etwas anderes aus der Nacht davor. Außerdem sind wir schon weit über dem Budget. Die Unfälle reißen nicht ab. Und es ist, als ob jemand unsere Arbeit über Nacht sabotiert. Manche wollen ihr Geld zurück und den Job hinschmeißen. Was soll ich tun? Streikbrecher anheulen. It's here. It's here, Mama. So, geh mal weg, du Hure. Dann macht es auch nicht mehr so komische Geräusche. Wo waren das jetzt? Da hinten, ne? Na komm, du Hure. Wow. Alter, der Sound, ne? Der erschreckt einem immer wieder ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ja? Nur ein bisschen, glaubt ihr mir nicht? Glaubt er mir nicht, ne? Na komm. Oh, das sollst du aber langsam mal wissen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann rennen muss. So, alles klar. Ich laufe dann einfach geradeaus. There is no escape. I can see that now. Even the rich fell prey to the 12. Affluence would offer no protection from them. Some would say they suffered the most. Exposure, disaster. The flames rose up on their lavish display. Alles klar. So, ich muss jetzt eigentlich nur noch die Wand angucken und einmal um den Wald wieder rumlaufen und dann haben wir es geschafft. Also, der Wald war echt easy. Auch
Also Erschrecker waren auch kaum welche. Also das Spiel hat echt ziemlich nachgelassen, was auch Erschrecker betrifft, aber gut war das Spiel ja noch nie. Deswegen, naja, ist es eigentlich egal. So, hallo. So. Guten Tag. So, hinten alle Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich dazu entschlossen, den Bau an Mid-Island Hospiz zu beenden. Alle Bauarbeiter sind ab sofort einzustellen. Ja, Bauarbeiter. Alle Bauarbeiten sind ab sofort einzustellen. Alle weiteren durchgeführten Arbeiten sind nicht von GNC Investments genehmigt und führen zur Vertragskündigung. Alle bisher beschäftigten Mitarbeiter werden bis zum Monatsende ausbezahlt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch ans Hauptbüro. Vielen Dank. Schön. Bitte! Also stabil ist was anderes, ne? Ich glaube, wenn ich da runterfall, bin ich tot. Das Klettern ist auch sehr umständlich gemacht. Da haben wir hier noch was? Ja, ein Zettel. Brian, wie angeordnet hat das Team die Arbeit wieder aufgenommen. Mit dem Entfernen der Überreste begonnen. Und mit dem Entfernen der Überreste begonnen. Während wir zunächst von nur einer Leiche ausgingen, haben wir inzwischen mehr entdeckt. 12, um genau zu sein. Die Weise der Bestattung schien auf den ersten Blick zufällig erfolgt zu sein. Oder wir haben bemerkt, dass sich jemand bemüht hat, die Leichen mit dem Gesicht nach unten in ihre Särge zu legen. Ich habe die Überreste an einen sicheren Ort bringen lassen, damit sie keinen neugierigen Blicken ausgesetzt sind. Aber die Arbeit wird sich etwas verzögern, da ein paar Leute aus meinem Team an einer Art Fieber leiden und ins Krankenhaus mussten. Die Ärzte sagen, der Auslöser sei ein Pilz, aber die Leichen sind sauber und merkwürdig gut erhalten. Und vor allem, wenn man bedenkt, wie lange sie schon hier herumliegen müssen. Man muss sich nur ihre Kleidung ansehen. Und eine von ihnen wurde mit einer Bibel begraben. Darauf stand: Frau Mary, möge Gott dir gnädig sein. 1666 Joe. Da kann ich nicht hinspringen, denke ich. Und da kann ich wahrscheinlich auch nicht hin, ne? Nee. Ist ja klar. Das ist ja logisch. Das ist ja. Kein Problem. Oh, da hinten ist eine Notiz. Die will ich haben. GNC Investments Bericht Hospizprojekt AB. 18. April 1987. Schlechte Neuigkeiten für New Kipling. GNC Investments hat das Hospizprojekt auf Mid-Island unvermittelt eingestellt. Der Sprecher des Unternehmens, Tom Miller, hat den Einwohnern von New Kipling mitgeteilt, dass aufgrund des unsicheren und unberechenbaren Zustands der Erde GNC den Bau nicht weiterführen würde. Neben dem Abbruch des Hospizprojekts stellt GNC Investments auch jegliche finanziellen Zuschüsse für die aktuell laufende Renovierung des Mid-Island Hospital ein. Das gesamte Personal wird von der Insel in andere Einrichtungen untergebracht und das Krankenhaus wird erneut geschlossen. Da unten ist eine Notiz. Da muss man da runtergehen, um die zu erreichen. Also wenn man hier runtergehen kann, ich denke, dann ist es ja nicht so schlimm. Ich denke, dann sollte das ja eigentlich gehen. GNC Investments Bericht Hospizprojekt AB, 18. April 1987, über das abgebrochene Konstruktionsprojekt angesprochen, reagierten die Bewohner positiv. Die 65-jährige Gladys Stone Sound meinte etwa, seit diese Männer angefangen haben, auf Crow Island ihr Unwesen zu treiben, wusste ich, dass das Ärger bedeutet. In unserer Stadt weiß jeder, dass dieser Ort nicht gestört werden darf. Gladys ist nicht die Einzige, die diese Ansicht vertritt. Auch der Verband zur Erhaltung von Crow Island hat diese Neuigkeiten gefeiert. Jennifer Fluker,
Die Gründerin der Gruppe hat angekündigt, sie wolle feiern, dass die Eindringlinge verschwunden sind. In jedem Fall können die Bewohner New Kiplings ein Ende der Tragödien auf der Insel erwarten. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich hier reinlaufe, kriege ich entweder Schaden oder bin sofort tot. Ja, ich bekomme Schaden. So, dann klettern wir wieder hier hoch. Fall again in the blackness. Sind wir schon mal in die ins Schwarze gefallen? Das ist einfach nicht mehr gruselig. Das ist irgendwie einfach nur noch schrecklich. Ja. Das ist einfach... Joe, nach weiteren Grabungen im Untergeschoss des Hauptgebäudes wurden 12 Gräber entdeckt, vorerst unbestätigt. Wir haben das Bodensonar verwendet und irgendwas ist definitiv dort unten. Die Jungs und ich haben vor, sie heute Abend aufzuheben, um sie uns anzusehen. Ich werde vorerst mit niemandem darüber reden, bis wir wissen, was es ist. Vermutlich irgend so eine dämliche Indianergrabstätte. Das wird den Bau um Monate verzögern. Hoffen wir, dass es unbedeutend genug ist und wir es einfach vergessen können, Brian. Das glaube ich nicht, denn wir sind die 13 und diese 12 Gräber, diese 12 Leichen, das sind die anderen Hexen. Glaube ich. Also würde ich jetzt mal sagen, okay, und da ist irgendwie, warte mal. Also da geht's weiter, das heißt, ich muss in diese Richtung rennen. Ja, da hinten sehe ich auch was im Hintergrund. Also die Sichtweite von dem Spiel kann auch gar nichts. Ich glaube nicht, dass zufällig alles neblig ist, sondern ich glaube einfach, dass das Spiel sonst noch schlechtere Performance hätte. So, ich lasse es mal. Na, wie lasse ich denn? Ich lasse mal so. So. Gut. Ich denke, wir haben das Schlimmste von Daylight hinter uns. Da ist ein Strand. Da renne ich jetzt einfach hin. Arg! Dieser Sound ist schrecklich! Ich hasse den Sound. Oh, hier haben wir noch einen schönen kleinen Wald. Schön. Abgetrennt mit wunderschönen Büschen und Kot. Und... ja. So, sieht aber aus, als ob hier nichts ist. So, da müssen wir wieder in die Anstalt rein. Ich hör jetzt mal, dass es die Anstalt ist. Warum wir raus sind und jetzt wieder rein, verstehe ich zwar nicht, aber das versteht wer will. Ah. Da. The egg for home lives in all of us. Round and round. Ja, wir sind wieder in der Anstalt. Wieso hat das Spiel eigentlich so eine richtig schlechte Performance? Das sieht nicht mega gut aus, weißt du? Und das ist richtig scheiße. Ach, hier sind wir jetzt wieder. So sieht's hier eigentlich aus. Ah, okay. Und hier ist in Wirklichkeit gar keine Tür. Aha, deswegen hat sie sich auch nicht öffnen lassen. Aha, aha. Interesting. Eigentlich ja nicht, aber... oh, jetzt sind wir wieder hier. Hallo 13. Hallo 13. Datum 4. April 1988. Akte Patientin 13. Ich fürchte Patientin 13, geboren am 7. Juli 1987. In diesem Krankenhaus steht eine schwere Zukunft bevor. Nachdem ihre Mutter bei der Geburt verstarb, Komplikationen durch rapiden Blutverlust und verschiedenen
Narkotika in ihrem System, taten wir alles uns Mögliche, um Pflegeeltern für sie zu finden. Sie ist ein unvorstellbar liebes Baby und die meisten Schwestern kümmern sich besonders um sie. Kurz nach ihrer Ankunft haben wir nach Angehörigen in der Umgebung gesucht. Aber unsere Recherchen haben uns in eine interessante Richtung gelenkt. Der Name Gwyn hat offenbar eine lange und bewegte Geschichte hier. Die ältesten Berichte gehen zur Legende der 13 Hexen zurück, die angeblich hier auf Mid Island getötet wurden. Die überlebenden Angehörigen der Familie Gwyn wurden anscheinend kurz darauf aus der Stadt vertrieben. Ich bezweifle, dass es eine Verbindung gibt, aber einige der abergläubischen Mitarbeiter halten die Zahl 13 für keinen Zufall. 13 leidet zwar nicht an fötalem Alkoholsyndrom, aber sie wird von regelmäßig wiederkehrenden Ohnmachtsanfällen geplagt. Einige der Ärzte hier glauben, es könnte sich um Narkolepsie handeln, aber andere Symptome lassen mich daran zweifeln. 13 starrt manchmal stundenlang ins Leere. Sie verlangt nie nach Essen, sie schwankt zwischen Überschwänglichkeit und Katatonie. Wie sollen wir ihr je ein Zuhause finden? Ihre ersten Pflegeeltern haben sie zurückgebracht, weil sie seltsames Verhalten an den Tag gelegt hat und weil Dinge in ihrem Zimmer auf unerklärliche Weise über Nacht verrückt wurden. Einige der Schwestern sagen, ihre Mutter hätte sie mit einem Fluch belegt, aber ich glaube, sie hat vor ihrem Tod nur Unsinn geredet. 13 ist ohne Zweifel etwas Besonderes. Ich wünschte, ich könnte sie selbst aufnehmen. So kurz vor unserer Schließung muss ich gestehen, dass ich dich vermissen werde, Sarah Gwyn. Mögest du mit Gottes Hilfe zu der Frau werden, die du sein kannst, und nicht zu dem Produkt deines Erbes. Let's begin. You remember, don't you? Your poor mother screamed in pain, gasping as she brought you here. All that time spent hiding, trying to protect you, failing to protect herself. All that time, sick and wandering, only to be brought back here to die. Our heart sank when they wheeled her in, knowing in spite of it all they'd find you. You're quite lucky, you know. Despite having ended her life, she loved you, Sarah. She really did. The last thing she did protected you, cast you in light. And yet the darkness, you know. The blackouts, the blackness, so thick you can hardly see. It kept them from you, Sarah. It kept you being you, even when you didn't know who you really were. Sarah, we're ready for you now. Okay. Also, gut. Die 13. ist die Sarah. Und die wurden alle ermordet. Und die Sarah wurde also wiedergeboren. Weil die Leichen waren ja uralt von den 13 anderen Hexen, ne? Deswegen, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, jetzt sieht das Spiel gar nicht so scheiße aus. Ich finde, jetzt sieht das sogar ganz gut aus. Ja, die 13 Hexen wurden anscheinend ermordet. Und Sarah ist war die einzige Überlebende und ist wiedergeboren worden. Infection. Section. Keine Ahnung, habe ich nicht lesen können. So, gucken wir beim nächsten Mal. Ich weiß. Persecution. Isolation. So. Disaster. Ich renne jetzt einfach. Ah. Ach, bla bla, ja, ja, geht weg. Da ist das Licht. Ich gehe ins Licht. Awakening. Die 13 awaked. Dankeschön, Joanna Alexander, für eins der schlechtesten Spiele, die ich je gespielt habe. Der Geschäftsführer, ne? Obwohl eigentlich ja beim Produzenten Liz Lovett
Und der Credits-Designer hat auch wahrscheinlich ein bisschen gefailt. Ich kann mir einfach nicht erklären, warum er sonst nicht einfach die Credits übers komplette Bild gemacht hat. So, und diese ganzen Leute, die ihr jetzt seht, ne? Die haben alle an diesem schlechten Spiel gearbeitet. Der Morgan Green hat gute Arbeit geleistet. Der hat echt gute Musik gemacht. Wenn mit Audio auch die Musik gemeint ist. Ich glaube, das ist ja ein Indie-Spiel, ne? So. Und jetzt guckt mal, was diese Leute geleistet haben. Ein Spiel, was immer nur denselben Content bietet. Die ganzen Skripts und alles. Das hätten sie ja alles gleich lassen können. Das haben sie wahrscheinlich auch alles gleich gelassen. Dann haben sie doch nur ein Skript gebraucht. Und dann haben sie einfach noch die Textur ein bisschen gechanged. Also das Level ein bisschen gechanged. Aber immer wieder dasselbe. Auch das nach jedem Mal Relikte finden wieder. Ja, dies funktioniert nicht. Du musst jetzt einen Schalter, der 5 Meter neben dir ist, finden, den umlegen und dann funktioniert das. Das ist so schwachsinnig gewesen. Das hätte man auch komplett weglassen können. Das hat das Spiel nicht gebraucht. Und überhaupt niemand hat das Spiel gebraucht eigentlich. Und jetzt guckt euch das mal an. Bei Cry of Fear. Ja, das haben 6 Leute programmiert. Nee, programmiert haben es nur 2. Die restlichen waren Voice Actor und Skinner und Animator. Ja? Und die haben ein 10-mal längeres Spiel gemacht. Und 10-mal... Nee, das wäre eine Beleidigung. 1000-mal besser, wirklich. Ich meine es jetzt ernst, 1000-mal besser als dieses Spiel. Und ist auch noch kostenlos. Also, Daylight, ganz klare... Kauf. Nicht Empfehlung. Ich bin froh, dass ich es endlich durch habe. Endlich kann ich es von meinem PC deinstallieren. Yippie, ich freue mich. Ich habe was erreicht. Ja, yippie. Boah, ich habe noch nie so lange an einem Spiel gesessen. Und trotzdem, wenn ich bei Steam gucke, es sind gerade mal 3 Stunden, ja. Und das kommt mir vor wie Tausende von Stunden, die ich dieses Spiel gespielt habe. Ganz ehrlich. Also, das ist irgendwie, naja, es war langweilig irgendwie. Drücken wir mal Enter, um zu beginnen. Was passiert denn, wenn ich Geschichte fortsetze? Wahrscheinlich kommen wir da beim letzten Checkpoint raus. Aber die Musik ist schön. Das ist das einzige Gute an dem Spiel. Ich würde dem Spiel eine 5 geben. Wie gesagt, ne? Ihr habt ja noch gemerkt, wie es mir am Anfang gefallen hat nach dem ersten Level. Da habe ich noch gedacht, Alter, so ein geiles Spiel. Ne? Habe ich ja die ganze Zeit gesagt, Alter, das Spiel ist richtig geil. Und dann, als es dann im Knast losging, dass es immer noch genau dasselbe war, nur mit einer anderen Textur, dann habe ich ein bisschen angefangen zu denken, Alter, das Spiel ist richtig scheiße. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Dann war die Pause und jetzt haben wir endlich den Rest geschafft. Ich bin heilfroh, dass wir es endlich geschafft haben, ey. Naja, auf jeden Fall, als nächstes kommt Penumbra. Ich weiß nicht, wann das kommt, ich muss es mir noch kaufen. 2 bis 3 Wochen. Schätze ich mal. Also, wir sehen uns beim nächsten Horrorprojekt oder bei irgendwas anderem. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.